Ich praktiziere das jetzt auch, dieses Yoga. Als diese Rückregression auf den eigenen inneren, uteralen, autopoetischen, autochthonen, autistischen Daseinszustand, in dem man sagen kann, oh, ich bin ja eher dieser Körper da, oh, ich bin ja es, dieses Etwas da, das es wissen will, das da knobelt in mir und die Welt erschafft. Durch mich, als alles. Es ist aber der Trick, der Vedisten, die 2000 Jahre BC die Urvölker Indiens genauso okkupiert haben wie die indogermanischen Völker in Griechenland. Dieser Priesterkasten, das als Idealtätismus des universalen Bewusstseins zu propagieren, nämlich der eigenen Nabelschau, des Nichtaktivismus, des Passivismus, damit sie besser in den Griff zu kriegen sein würden. Und durch die Angst und die Aufrichtung eines elitären Geistes in Schach gehalten werden, wie heute mit dieser Panikmache von Dekoronarmerone. Es ist auch nichts anderes als eine Übung, wie die Peripatetiker betrieben haben, nämlich zu erfahren, dass der Körper reorganisationsfähig ist, sondergleichen, wenn er nicht mehr Energie verausgabt als er selbst ständig zu produzieren vermag aus seinen eucharontischen Quellen. Und die Übungen, die Lockerungsübungen, die Dehnungsübungen sind gerade so ausreichend, so ausgreifend, so weitreichend, so im Zaum gehalten, etwa wie Tai Chi. Ein bisschen die Muskulatur zu bewegen und zu dehnen, damit das ein bisschen durchblutet würde und gelockert würde, damit die süßliche Reorganisation noch förderlicher vonstatten geht und die allumfassende Gesundheit einkehre. Wozu Gesundheit, wenn der Mensch träumt, dass er nicht bemerkt, dass er auch dann nicht die Reintegration seines Körpers mit sich selber in der Lage gewesen wäre, durch Erleuchtungen, durch Jubilationen, durch Freude, Lust, Süßlichkeitsgefühle in der Integration des autistischen, uteralen Körpers. Und das nichts mit dem Erwachen zu tun hat, nämlich der Erkenntnis, warum das abgespalten, warum das drittverandert, warum das Imperativ immer aufs andere verdingt worden ist. Die Loslösung von dieser Nabelschnur des Omphalos lässt sich nicht durch Selbstregression bewerkstelligen mit Abstellung des Denkens, sondern es bedarf den starken konzentrativen Akt der Durcharbeitung der Strukturen in Erkenntnis dieser Verdingtheiten und dieser Abhängigkeiten, um sie zwar nicht loszuwerden, aber um sie zu belachen und sich nicht mehr von ihnen beherrschen zu lassen. Dem Unabwendbaren entkommt man dadurch auch nicht und man kommt auch nicht in ein Jenseits, indem man dann schon den Lohn, den karmischen, kriegen würde. Denn das ist auch nur ein Phantasma der Persistenz von etwas, das sich niemals erhalten wird können. Nichts an individueller Diakonie schreibt sich da hinüber.